und Akte. Und was haben wir hier? So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3, Hearts of Stone. Ja, wir befinden uns gerade in der einen Mission bei diesen komischen Typen hier und versuchen, ja, dieses eine Monster zu finden in der Kanalisation und es zu bekämpfen. Aber erst müssen wir ja natürlich zum Auftraggeber und mehreres darüber zu erfahren. Ja, ich kann bei der letzten Folge leider nicht alles aufnehmen. Ich hoffe, euch hat sie trotzdem gefallen und ihr könnt ja dort nochmal hineinschauen und an Feedback denken und ja, wie gesagt, mich auch nochmal abonnieren. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß hier mit dieser neuen Folge. Die Tauerei ist nicht mein Gebiet. Kann ich dir nicht vorhalten. Moderne Kunst ist oberflächlich und fade. In 100 Jahren werden sie mit solchen Nackedeis Ziegel und anderes Zeug verhökern. Denk an meine Worte. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Genau. Doch, gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Oh. Sie denken wohl immer nur ans Trinken und Trinken. Ataman Olgier, lang möge er leben. Lang lebe der Ataman. Lang lebe der Ataman. Lang lebe der Ataman. Kommt und trinkt mit uns. Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Ich würde zu gerne wissen, was das für ein Typ genau ist. Er scheint irgendwas zu verbergen. Was zu knabbern. Und er sieht im Vergleich zu den anderen nicht so bärstig aus, muss ich sagen. Obwohl er schon einige Namen hat. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen, für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Wissi war da keine Ausnahme. Ich finde echt, dass sie das so richtig gut detailliert haben. Gestaltet haben, sein Gesicht. Also von diesem Rotschopf da, muss ich schon sagen. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Naja, erstmal das Gehalt raushandeln. Bzw. eine bessere Belohnung. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Das war ein Andenken. Naja. Wir übernehmen mal den Auftrag. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf, dann ist die Belohnung dein. Sehr gut. Was kommt jetzt? Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir.
Wenn ich wüsste, wer Kloivert erledigt hat. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Rede weiter. Kloivert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Ah, oh, ich will nichts sagen, nein, aber ich hatte letzte Zeit mit einem zu tun, der mit diesem Zeug gehandelt hat. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloivert hat eine Narbe auf... Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob wir das machen. Jedenfalls cooles Anwesen, muss ich schon sagen, relativ groß. Hätte ich auch gerne. So, wir werden jetzt mal dorthin reisen, aber wir machen das natürlich mit dem Schnellreisepunkt. So, da ist das, da ist dieser Brunnen. Nehmen wir mal hier, Hafen von Ochsenfurt als nächsten Punkt. So, und jetzt sind wir hier in Ochsenfurt und ja, jetzt glauben wir mal zur Kanalisation. Was kommt jetzt wieder? Was glaubst du, wo du hingehst, Freundchen? Was sollte dich das angehen? Du befindest dich in einem militärischen Einsatzgebiet und wir sind für den Einzug der Kriegssteuer zuständig. Ihr seht eher halt aus, Schnauze. Als wärt ihr für den Einzug von Wodka zuständig. Möchte zu gerne wissen, ob du auch so neunmal klug bist, wenn wir dich der Spionage anklagen. Jetzt Maul halten und zahlen. Wir zahlen ja nicht. Von mir kriegst du keinen Körper. Ich sagte doch, er ist ein Spion. Wir nehmen dich im Namen des guten Königs Radovid fest. Könnt ihr Radovid gerne ist doch schon längst tot. Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Und du, sehr Hexer, gut. Mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Na klasse, da kommen wir jetzt nicht durch, oder was? Ey. Ich glaube, da habe ich gerade provoziert. Deinesgleichen steckt einen an. Ja, klasse, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen mal gucken, wie wir da jetzt reinkommen. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem diese Folge gefallen. Und ja, denkt bitte ans Abonnieren und gefällt mir klicken. Und lasst bitte Feedback, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und wir schauen mal, wie wir da reinkommen. Euer Shushu18, bzw. C18 Gaming. Was sag ich denn?